ihre Bronzerüstung hier ist echt super schick. Also gegen Nahkampfangriffe. So. Was sind denn die Hallen jetzt für ein Look? Ein komischer, bärtiger Mann. Du kommst spät. Da ist ein wandelndes Gesäß. Gleich mal gucken. Was? Wer bist du? Ich bin der Zauberer Jeffius Bundle. Jeffius Bundle? Der Schöpfer vieler Teleportzauber in dieser Burg. Du bist solcher Ehre nicht würdig. Gratuliere, du hast nun die Ehre, an meiner Phasentür-Zauber teilzunehmen. Oh, wunderbar. Zeig mal, wie man ihn benutzt. Du hast mich missverstanden. Du wirst mir helfen, dich zu teleportieren. Darum wurdest du hierher gesandt. Wurde ich das? Hey, warte. Ich sah so einen Typen herumrennen mit dem Körper eines Mannes und dem Kopf einer Fliege. Soll ein Fliegenkopf sein? Für mich sind das Arschbacken, aber okay. Ja, das war der letzte Mann, den sie schickten. Als ich den Teleportzauber sprach, saß eine Fliege auf seiner Schulter. Der Zauber hat beide Wesen zu einem vereinigt. Aber keine Angst, ich habe eine Lösung gefunden, die so etwas verhindern wird. Niemals. Ich finde ein anderes Versuchskaninchen. Zumal wir auch in irgendeiner Form mit Zera verschmelzen könnten. Was mit dir? Kaufen diverse Gegenstände. Ganz viele Teleportzauber. Erzeugt ein Portal? Ein Portal wohin? Teleportiert dich zum letzten von dir erzeugten Portal. Oh. Oh ja, schick. Aber absoluter Faulheitszauber. Weil wir können jederzeit Shift 1 drücken und dann ins Tor gehen und kommen dann auch überall hin. Echt komisch. Fliegen, Mann? Kannst du reden? Nein. Dich können wir auch nicht mehr ansprechen. Ist also nur eine Anspielung auf den Film Die Fliege. Schade. Na gut, rein hier. Okay. Oh, hallo? Zera, wo sind wir? Wir sind im Korridor der Zeit. Diese hüpfenden Lichter sind Zeitgeister. Zeitgeister? Richtig. Sie haben die Fähigkeit, ihre Opfer in ihre Vergangenheit zu senden und dabei Teile ihrer Geschichte zu löschen. Okay. Aha. Berührt mich also eins dieser Dinger, gehe ich in die Vergangenheit zurück. Was, wenn das schon passiert ist? Ein Geist berührte mich und nun wiederholen sich die gleichen Ereignisse. Ich könnte in einer Endlosschleife sein. Ja, mal gucken. So weit, so gut. Oh. Wow. Okay. Noch geht's, noch. okay, warte. Krieg ich hin. Okay. Ich will das Ganze nochmal machen müssen. Es war gerade sehr viel Glück dabei. Also da oben bewegt sich eins, da bewegt sich eins. War nicht so schnell. Nein! Was habe ich jetzt verloren? Erfahrungspunkte? Zera, wo sind wir? Nein! Wir sind im Korridor der Zeit. Zeitgeister, ja. Okay. Das war Korridor 1, der ging noch. Ah. Zera, wo sind wir? Also durch den ersten Raum kann ich eigentlich durchgehen, wenn der eine hier, der hier gerade oben ist. Das merke ich mir mal. Hier ist eigentlich nur der zweite ein Problem. Danach haben wir... Naja doch, der da berührt den Boden, der da berührt den Boden, der da berührt den Boden. Also kann ich jetzt hier hoch. So, jetzt warte ich, bis der rechte einmal hoch ist. Und gehe einfach durch. Okay. Was haben wir hier?
Der obere berührt nie den Boden. Ich darf noch nicht springen. Hier war doch eben gerade auch noch irgendeiner. Genau, der hier. Der hier ist garstig. Der ist recht lange auf dem Boden. Der hier berührt auch beim zweiten oder dritten Mal den Boden. Oder bewegen die sich wirklich immer gleich? Ne, der berührt nie den Boden. Und der da auch nicht. Also müssen wir nur auf den hier aufpassen. Okay. Oh, das war knapp. So. Der obere berührt nicht den Boden, der zweite schon, der dritte und vierte auch. Wobei. D hier könnten wir einfach tuken. Okay, testen. Also der linke gar nicht, der rechte. So. Okay. Warten. Du drehst dich so im Kreis, du bist ein bisschen höher. Hops. Hops. Nicht noch eine. Oh, sehr gut. Das war garstig. Jetzt hätte ich ganz gerne ein Gate nach Hause. Also so ein Bowser-Gate. Weil das jedes Mal machen, wenn ich hier sterbe, wäre... Achso, da ist ja schon Bowser-Gate. Oh. Ich habe euch irgendwie kein Stück vermisst. Also diese Ritterviecher, die halten mich viel zu viel aus. Kein Secret, okay. Ting, ting, ting. Dabei haben wir schon so Paladin-Ritter-Ringe an. Komisch. Wird wohl doch Zeit, die besseren Waffen zu kaufen. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt rechts. Irgendwas von einem alten Spiel. Also ja, nee, ist alles Retro-Stil, aber das sieht echt so aus, als wenn es irgendein Dungeon Crawler sein könnte. Und euch töte ich jetzt nicht mehr. Ist mir zu doof. Ah, die Ritter. Ganz schön dunkel hier. Außerdem sind sie tierisch langsam. Top-Pflanze wollte ich jetzt eigentlich nicht rausholen, aber na gut. Ne, die wird eh ge-one-hitted, die kommt gleich wieder weg. Da heile ich mich lieber und benutze mal den Stärke-Zauber. In der Hoffnung, dass ich dann genug Schaden mache. Das sah irgendwie aus wie ein Teleporter kurzfristig. 755, das ist doch ordentlich. Aber ja, dauert immer noch zu lange, die umzubringen. Heilen. Wir können nur noch viermal heilen. Oh, jetzt gar nicht gut. Also definitiv demnächst zum Händler zurück. Bye bye. Das waren nicht alle Lichter. Das kann nicht sein. Das heißt, oh. Da ist wohl ein Secret, ne? Okay, eine Heilung. Eigentlich wollte ich ihn hier treffen. Was zur Hölle? Was ist das für ein doofes Secret? Zählst du als Roboter? Wow, hey, warum zu springen? Du bist ein komisches Ritterding. Ah, vielleicht kann ich jetzt hier links gegenhauen, dann wieder unten gegenhauen, wieder links gegen. Oder auch nicht. Letzte Heilung. Oder wir müssen erstmal alle Ritter umbringen. Das ist irgendwie wahrscheinlicher.
kurz Pflanze raus, damit sie ein bisschen abzwacken kann. Ja. Okay. Jo. Oh, die zünden an. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Och nö, ne? Okay. Bowser geht nochmal freischalten. Zip, 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 zip. Wenigstens die Ritter schon. Nö. Hallo Ritter. Bye, bye, Ritter. In der Truhe war noch Geld, das ist egal. So. Bowser Gate. Offen. Sehr schön. Zoran. Irgendwann kriege ich ihn. Kaufen. Nicht bügen. Komm, diverse Gegenstände. Wir hätten gerne einen davon noch. Hitzeaura, noch ein paar mehr. Nahkampfschutz, das reicht. Koch. Wir hätten gerne kaufen Essenzen. Grüne Essenzen. So, das muss reichen. Sonst war hier nichts von Interesse. Geringe Heilung. Was waren die Tränke? Shift 1. Kurz speichern. Mhm. Und ich wollte auch noch in den grünen Bereich, um da kurz nach Zaubern zu gucken. Ich glaube, das mache ich, bevor ich jetzt dann im neuen Bereich weiterlaufe. Grüner Bereich war hier oben. Jo. Händler war oben, oben, rechts, rechts. Na gut. Hier war jede Menge Gift. Also ja, Entgiftung sollte ich mir vielleicht auch noch holen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so viel bringt, aber wir haben jetzt keine Tränke mehr, um das Ganze zu kompensieren. Spring, spring. Dass die immer noch nicht gewonnen werden, finde ich recht irritierend. Wir sind doch schon einige Male aufgestiegen, haben richtig viele Punkte in die Waffenskills gesetzt, haben jetzt ordentlich bessere Waffen und Paladin-Schlagring und was weiß ich. Trotzdem. Oh, na gut. Hier sind wir irgendwie falsch. Genau, sieht schon besser aus. Und da ist auch schon das Shop-Sign. Ting. Also, so muss es aussehen. Jetzt gib mir bitte, bitte, bitte einen Heilzauber. Kaufen. Rezepte. Gegen... Das sind ja nur Tränke. Ah, okay. Folierende Heilung. Heilt kleine Wunden. Gelatiten, Frostatem, Hitzeaura, Frostpolzen und das war's. Ah, das ist jetzt nicht so toll. Ernsthaft nicht so toll. Der Typ da oben hat nur sein Kriegerzeug. Ah. Das heißt, irgendwo anders bei einem Shop kann das gewesen sein. Der Bereich da. Wie kommen wir zu dem Bereich? Zack. War es einer von denen hier? Jo, und jetzt einmal nach links. Einmal nach unten. Also ich werde jetzt nicht alle Händler abgehen, bis ich den gefunden habe. Aber so ein, zwei Händler würde ich schon ganz gerne ausprobieren. Denn bessere Heilzauber und ein Gegengiftzauber und was es sonst noch so an grünen Zaubern gibt, wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Da. Ting. Ting. So. Gib mir Heilzauber. Kaufen. Feuerball, Feueratem, Frostbolzen. Das sind wieder Tränke. Nicht schön. Gar nicht schön.
heißt, wir hätten noch das hier hinten im pinken Bereich, in der Mine, da und da. Nee, komm, wir speichern jetzt erstmal ab. Und dann überlege ich mir bis zur nächsten Folge, ob ich weiter auf Zaubersuche gehe oder einfach in den Hallen der Nicht-Entmannung weitermache. Also, bis gleich.